Frikadellenspieße ergibt 8 Stück. 1. Den Bulgur in eine Schüssel geben und mit Koan bekanntes Zeichen kendem Wasser übergießen. 20. Mittwoch unbekanntes Zeichen natten ziehen lassen, bis er weich gewor unbekanntes Zeichen den ist. Gründlich abgießen und abkü unbekanntes Zeichen lehn lassen. Bulgur, Hackfleisch, Zwiebel, falls verwendet, Ketchup, hohes in Soße und Petersilie vermischen. Das Ei zugeben, um die Fleischmasse zu binden. Mit den Händen aus der Fleischmasse 18 gleich große Kugeln formen. Für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. 4. Die Frikadellen abwechselnd mit je eine Cocktailtomate und 1 Champignon auf gewässerte Holzspieße stecken. 5. Die Spieße mit etwas Öl bestreuen unbekanntes Zeichen tschen und auf dem Grill 10 Minuten garen, dabei elegant unbekanntes Zeichen lich wenden und, falls nötig, erneut mit Öl bestreichen. Die Spieße auf vorgewärmte Teller legen. Nach Geschmack die Hotdog-Brötchen aufschneiden, Fleisch und Gemüse von den Spiessen ziehen und in das Brötchen legen. Tipp: Der Bulgur verlängert das Fleisch. So entsteht ein nahrhaftes und preiswertes Gericht. Außerdem gibt er den Frikadellen ein nussiges Aroma, das vor allem Kinder lieben. Kalbsteaks vom Grill für 4 Personen tun. 1. Die Kalbsteaks in eine flache Schale aus Glas oder Porzellan unbekanntes Zeichen legen. 2. Wein, Öl, Essig, Zwiebel, Petersilie unbekanntes Zeichen li, Thymian, Lorbeerblatt, Zucker, Senf, Salz und Pfeffer zusammen in ein Schraubglas füllen, verschließen und kräftig schütteln, bis alles gut vermischt ist. Alternativ die Zutaten in eine Schüssel füllen und mit einer Gabel verquirlen. Die Steaks mit 3 der Marinade übergießen, abdecken und im Kühlschrank über Nacht marinieren unbekanntes Zeichen rein. Dabei die Steaks gelegentlich in der Marinade wenden. 4. Die Steaks auf der heißesten Stelle des Grills etwa 2 Mittwochnatten von jeder Seite grillen. 5. Das Fleisch an den Rand des Grills schieben, wo es nicht so heiß ist, und je nach Geschmack weitere 4 bis 10 Minuten unbekanntes Zeichen Tee von jeder Seite grillen. Mit einer Messerspitze in das Fleisch stechen, um zu testen, ob es gar ist. Ist das Fleisch in unbekanntes Zeichen Tee noch roh, sind die austretenden Säfte rötlich. Je garer das Fleisch wird, desto klarer werden die Säfte. 6. Die Steaks mit Folienkartoffeln, grünem Salat und Cocktailtomaten servieren. Und Pinienkernen für 4 Personen. Hackfleisch, einer Zwiebel, Pinienkerne, Minze, Salz und Pfeffer in einer Schüssel gründlich vermischen. Das Fleisch in 4 gleich große Portionen teilen und diese zu runden Burgern formen, dabei das Hackfleisch fest zusammendrücken. Die Burger abdecken und für mindestens 30 Minuten in den Kühlschrank stellen. Die Burger auf dem heißen Grill von jeder Seite 4 bis 5 Minuten grillen. Sie sind gar, wenn die austretenden Säfte klar werden. 4. Die Pita-Brote am Rand auf den Grill legen und kurz erwärmen oder rösten. Z. Den Feta in Kleiparagraphzeichen Nähstücke zerkrümeln und beiseite stellen. /1. / die Pita-Brote mit den Salatblättern auslegen. Jeweils einen Lamburger hineinlegen. Mit dem Feta bestreuen und zusammenklappen. Tipp: Wenn Sie keine frische Minze bekommen, verwenden Sie 1 bis 2 Teelöffel Minzsoße, die frischer schmeckt als getrocknete Minze. Stellen Sie die Burger vor dem Grillen kalt, sodass sie nicht auseinanderfallen. Mit Preiselber Glaso für 4 Personen. 4 € Preiselber Gelee einer Knoblauchzehe, 4 große oder 8 kleine 2 € Himbeeressig zerdrückt Lammkoteletts 1/2 °, getrocknete 1 € Sonnenblumenöl, 4 Mini-Auberginen Rosmarin 01, zum Bestreichen. 1 für die Glaso Preiselber Gelee, Essig, Rosmarin, Knoblauch und Öl in einem kleinen Topf verrühren und unter gelegentlichen Rühren erhitzen, bis das Gelee geschmolzen ist und alle Zutaten miteinander verbunden sind.
2 die Koteletts auf dem heißen Grill 5 Minuten von jeder Seite grillen. 3 die Eiberginnen halbieren und die Schnittseiten kross zu unbekanntes Zeichen gick mit Öl bestreuen unbekanntes Zeichen schen. 4 die Eiberginnen zu den Koteletts auf den Grill legen und von jeder Seite 3 bis 4 Minuten grillen, bis sie weich sind. Beiseite stellen und warm halten. J die Koteletts mit der Glasur B unbekanntes Zeichen streichen und weitere 5 Minuten von jeder Seite grillen, dabei häufig bestreichen, bis das Fleisch gar ist. Die restliche Glasur warm halten. 6 die Koteletts auf vorgewärmte Teller legen und mit der restlichen Glasur übergießen. Sofort servieren. Variation: Sie können auch andere Lammteile für das Gericht verwenden. Die Preiselberer Glasur passt auch zu Hähnchen. Die Hähnchenkeulen kurz vorkochen, dann mit der Preiselberer Glasur bestreichen und auf dem Grill fertig garen.